Ey, könnt ihr euch an die Szene in Jurassic Park erinnern mit diesem riesigen Haufen Dinosaurier-Kacke? That is one big pile of shit. Mhm. Leute, ich muss sagen, Entschuldigung, dass wir etwas derbe angefangen haben, dieses Video. Und ich kann schon mal sagen, Feingeister und Leute, die vor allzu kernigen Schimpfworten zurückschrecken, die sollten dieses Video am besten jetzt gleich ausmachen. Allen anderen sage ich hallo und herzlich willkommen hier bei Games. Mein Name ist Wolf und ich kann jetzt schon mal ankündigen, das wird ein sehr, sehr spezielles Video zu einem extrem speziellen Spiel. Bevor wir dahin kommen, wie immer mache ich euch aufmerksam, was ihr alles Tolles machen könnt hier. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt und solltet das Glöckchen drücken, uns fleißig Daumen verteilen und natürlich auch immer ordentlich in die Kommentare posten. Abonnieren geht diesmal eindeutig über Defektieren. Also Freunde, heute machen wir mal etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Ich möchte mit euch nämlich über ein Spiel reden, was ich jetzt vielleicht nur 1,5 Stunden gezockt habe. Normalerweise nehme ich mir schon genug Zeit und lasse mir auch genug Zeit, ein Spiel so lange anzuspielen oder wenn nicht sogar durchzuspielen, dass ich echt eine fundierte und adäquate Meinung dazu habe und nicht einfach irgendwie was dumm rumlaber. In diesem Fall allerdings habe ich es wirklich nicht länger als etwa 90 Minuten ausgehalten. Und da wusste ich, okay, ich muss zu diesem Game ein Video machen und in den nächsten paar Minuten werdet ihr hoffentlich verstehen, warum. Deswegen höre ich jetzt sofort auf zu labern und zeige euch direkt ohne Umschweife Carnivores Dinosaur Hunt. Und weil das hier ein sehr spezielles Spiel ist, machen wir heute wirklich mal alles anders. Statt euch die Grundlagen zu erklären und wie das Spiel funktioniert, halt so zum Reinkommen, zeige ich euch direkt meine typische Mission. Ich bin hier also so ein Dinosaurierjäger und muss, nun ja, Dinosaurier jagen. Ganz konkret Ankylosaurier. Zum Glück habe ich damals die Was-ist-was-Bücher über Dinosaurier auswendig gelernt und weiß, wie ein Ankylosaurier aussieht. Mein elektronisches Radar-Dings da links im Bild zeigt mir, wenn ich in der Nähe von einem bin, was manchmal ewig dauern kann. Man kann zwar Fußspuren finden und ihnen so folgen, aber die sind kaum zu erkennen und generell einfach Schrott. Könnt ihr also direkt vergessen. Endlich habe ich einen gefunden. Und er rennt weg. Das tun die Dinosaurier in diesem Spiel. Mehr als alles andere. Sie rennen weg. Sie können mich riechen und hören, selbst wenn ich mich geduckt anschleiche. Ich platziere also 1, 2 Schüsse. Ob das auch Treffer waren, ist meistens kaum zu sagen, aber wen kümmern schon solche Details? Und laufe den Mistviehern hinterher, um dasselbe Spielchen von vorne zu beginnen, wenn ich es wieder eingeholt habe. Denn der Ankylosaurier, der keine Ohren hat, kann mich aus einer Entfernung von 100 Metern hören. Und eigentlich könnte ich das Video an dieser Stelle beenden, denn das ist das gesamte Spiel. Das ist das Gameplay. Dino suchen, auf Dino schießen, Dino hinterherrennen und wieder von vorne. Und ihr denkt jetzt vielleicht, okay, klingt ein bisschen öde, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, aber was euch jetzt vielleicht nicht klar ist, was ihr hier seht, ist nicht meine erste Runde, sondern so etwa meine 5., 6. In Carnivores müsst ihr so unglaublich viel und lange grinden und immer wieder denselben Mist machen, dass es wirklich eine Frechheit ist. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also, zurück zu unserer Ankylosaurierjagd. Das Vieh, das so um die 4 Tonnen wiegt, aber trotzdem schneller laufen kann als ich, okay, flieht über das Wasser. Und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Ich kann nicht durch das Wasser. Die verdammte Pfütze ist zwar nur ein paar Zentimeter tief, aber fuck you! Wenn mein ultra krasser Dinosaurierjäger über den Knöcheln nass wird, stirbt er bestimmt sofort. Was für uns alle vielleicht sogar besser wäre. Also, alles wieder von vorne. Anschleichen, Schuss abgeben, Dino rennt weg, hinterher rennen, anschleichen, Schuss abgeben, Dino rennt weg. Und an dieser Stelle im Spiel habe ich mal ein Foto von mir gemacht. So, und jetzt passiert was richtig Geiles. Ich finde sogar 2 Ankylosaurier. Ist das gut? Nein, das ist totaler Mist, weil ich nicht weiß, welchen von den beiden ich jetzt schon die ganze Zeit behakt habe und welcher noch frisch ist. Oh, ich habe nicht erwähnt, dass man nur begrenzte Munition hat. Und wenn die alle ist, ist die Mission faktisch vorbei. Man muss das Level neu starten. Ja, so ist es aber. Man hat nur begrenzte Munition und wenn die alle ist, ist die Mission faktisch vorbei und man muss das Level neu starten. Und weil ich natürlich nicht darauf geachtet habe, wie hoch das Gewicht von meinem Ankylosaurier ist, was meines Wissens nach der einzige Weg ist, diese Mistviecher auseinanderzuhalten,
kann ich jetzt nur hoffen, den richtigen im Visier zu haben. Ich ziele also seine Schwachstelle an mit dieser komischen Röntgenansicht da, drücke ab und bam, mit einem Schuss erlegt. Gibt sogar ein Achievement. Und in dem Moment wird mir klar, das war nicht mein Ankylosaurier, denn den habe ich ja bereits beschossen, dafür hätte es das Achievement nicht gegeben. Ist euch klar, was das bedeutet? Hätte ich nicht jetzt so irre viel Schwein gehabt, mit einer meiner letzten Patronen das Herz dieses noch ausgeruhten Dinos zu treffen und ihn so sofort auszuschalten, hätte ich meine letzten paar Schüsse sinnlos verballert, es hätte keine Wirkung gezeigt, ich hätte die komplette Mission neu starten müssen und rund 15 bis 20 Minuten dummes Rumgerenne wären für ein Popo gewesen. Beweisgefällig? Da! Ich finde kurz danach meinen Ankylosaurier, zwiebel ihm ein paar Schüsse auf die Knochenplatten, er steht aber natürlich immer noch, ich bin leer und alles war für die Katz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll und entscheide mich dann aber doch fürs Lachen, weil es so unglaublich beknackt aussieht, wenn die Flugdrohne ankommt. Ja, Leute, ich übertreibe nicht. Das ist Carnivore's Dinosaur Hunter. Möglicherweise das ödeste Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich habe Fantastic Four auf der PlayStation 2 gezockt. Ben, you're not gonna make it. You're gonna have to jump. Vielleicht wäre das alles ja irgendwie zu verzeihen gewesen, wenn man das ganze Gerümpel hier wenigstens flott beenden könnte. Aber die Entwickler leiden offenbar wirklich unter der Wahnvorstellung, ich würde mit Freuden stundenlang grinden und denselben Scheiß immer und immer wieder machen, um neue Levels, Waffen-Upgrades, Fähigkeiten und andere Standards freizuschalten. Hier, um in die nächste Runde zu kommen, brauche ich 1000 von diesen Trophäenpunkten. Und ich habe nicht mal die Hälfte. What? Nee. Und ist mir furzegal, ob am Ende dann ein T-Rex kommt. Ich kann mir eh denken, wie geil der aussieht. Ja, ungefähr so. Danke, aber nein danke. An diesem Software-Schrott stimmt nahezu nichts. Das kernöde Gameplay habt ihr ja gesehen, aber auch die Steuerung ist hakelig. Ich kann aus der Zielansicht nicht direkt lossprinten, ich muss jedes Mal erst manuell das Zielen beenden. Meine Figur rutscht jedes Mal, wenn ich nach dem Laufen stehen bleiben will, noch ein paar Zentimeter weiter über den Boden, als hätte er sich die Mauken mit Butter eingeschmiert. Und generell ist er so flott und agil wie ein alter schwacher Pottwal an Land. Alles ist hier grauenhaft. Wobei, okay, eine Sache gibt es, die mir zumindest ein Minimum an Freude gemacht hat für ungefähr 4 Sekunden. Und das ist die Atmosphäre. Nein, das ist alles nicht geil hier, seht ihr ja selbst. Aber ich habe einfach eine schlimme Schwäche für virtuelle Welten, die ich in Ego-Perspektive erkunden kann. Ich mag das einfach, ein bisschen rumrennen zu können und eine gewisse Stimmung in mich aufzunehmen. Wenn der Screen nicht voll ist mit Questmarkern, Sammelkram und ähnlichem Bullshit, wenn nicht die ganze Zeit generischer Soundtrack vor sich hin dudelt und ich in der Stille nur das Summen der Mücken in der Hitze höre, dann, ja, dann kommt für ein paar Momente ein bisschen was rüber. Das ist der Grund, weshalb Morrowind eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist und ich selbst an Fallout 76 durchaus meinen Spaß hatte. Gebt mir einfach einen virtuellen Abenteuerspielplatz zum Rumrennen und Erkunden und das kitzelt was in mir. Das war's dann aber auch. Carnivore's Dinosaur Hunt ist nicht gut. Liegt wohl daran, dass das eine Portierung einer PC-Portierung eines PS3-Spiels ist, das auf Mobile Games basierte, die wiederum vom Original-PC-Spiel aus dem Jahr 1998 portiert wurden. Also Trash-Fans mit sehr, sehr viel Freizeit finden daran vielleicht eine gewisse morbide Freude, aber momentan kostet das Ding noch 15 Tacken, was bei aller Liebe für kleine und kleinste Budget-Spiele immer noch zu viel ist. Spendet das Geld lieber für einen guten Zweck oder kauft euch davon so lustige Eichhörnchen-Aufsetzer für eure Hand. Dinosaur Hunt macht mehr Spaß als, sagen wir, eine Harnröhrenoperation, aber nicht viel. Ja Leute, ihr wisst es, ihr kennt mich, nur ungern dresch ich hier auf schlechte Spiele ein. Ihr wisst doch von mir, dass ich ein rundherum positiver Mensch bin, der versucht, immer das Gute in Spielen und auch in Filmen, Serien und in allem anderen zu finden. Aber in diesem Fall, da war es mir wirklich unmöglich. Ich habe das Ding reingemacht und nach 5 Minuten wusste ich eigentlich schon, wie der Hase läuft. Ich habe gesehen, das ist kompletter Schrott, das Spiel. Und zum einen wollte ich meinen Schmerz mit euch teilen und zum anderen wollte ich euch auch wirklich ganz konkret warnen. Also wenn ihr, weiß ich, ein Bild davon seht oder einen Trailer und ihr denkt, ey, kann ja ganz nett sein, einfach mal für ein paar Minuten das Hirn ausschalten und auf Dino-Jagd gehen. Nee, ganz im Ernst, echt, also wirklich, macht was Besseres mit der Kohle oder sucht andere Spiele, zockt meinetwegen nochmal Dino Crisis von damals durch. Das alles ist weitaus geiler als dieser Schrott.
hier. Aber auch dafür muss manchmal Zeit und Platz sein und ich glaube, den Schrottquotienten für diesen Monat haben wir mit diesem Game deutlich erfüllt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich versuche für das nächste Video ein besseres Spiel wiederzufinden. Und ich denke, das wird mir auch gelingen. In diesem Fall wird das nicht so schwierig sein. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt auf absolut gar keinen Fall nochmal auf Dino-Jagd.